Was machen wir denn heute? Ja, also wir fangen mal an mit einem Gulasch. Obwohl ja du für die Vorspeisen zuständig bist und wir eigentlich mit den Vorspeisen anfangen sollen, aber weil das so lange garen muss, machen wir den mal fertig. Und zwar gibt's toskanisches Gulasch. Oi. Mit bisschen Wein und so drin, wie es die Italiener machen. Ich würde sagen, wir fangen mal an, oder? Ja, fangen wir an. Also wir müssen leider Gottes 4 solche Zwiebeln schneiden. Kein Problem her damit. Würfeln. Jeder 2. Würfeln. Würfeln kann sein, kommt Dreieck raus. Aber das ist ja nicht so. Ja, du kannst das machen, wie du willst. Also da würde ich einfach mal sagen, so. Sollten wir kreativ sein. Du machst das gleich so mit richtig. Ja, das ist Übung, aber ich mache hier, ich versuche erstmal die Ballons. Für unser Publikum, die sollen einfach das machen, wie sie es machen. Ja, nee, bei wie mir gesagt, da hat ja jeder ein bisschen so seine eigene. Ja, gut. Man sollte nur den Finger nicht mit reinbringen. Gell? Ja, also bei mir wird es eine andere Zwiebel, sag dir gleich, wie das. Guck dir das an. Das ist alles gut. Ja, ich mache ein bisschen. Und beim Gulasch muss man Hauptsache viel Zwiebeln, gell? Ja, also alles andere ist völlig unwichtig. So, geht schon los. Ich musste ja sagen, dass ich die türkische Küche sehr liebe. Ja, warum denn? Ich finde, dass die viel mit Gemüse kochen und viele kleine Dinge. Und natürlich mag ich auch diese gefüllten Blätterteig-Sachen. Aber was man ja jetzt nicht sagen darf bei den Gesundheitsaposteln, die man überall um sich hat, ich mag die Dinge, die ein bisschen auch im Olivenöl schwimmen. Ja, aber das ist doch gesund, habe ich gehört. Ich habe gehört, da gibt es so ein Dorf in Italien, da werden die alle 150, weil die so ein komisches Öl und so eine Zwiebeln haben. So, jetzt geht's schon los bei mir. Freunde der Nacht. Ja, nee, bei mir ist eine kreative Taktik, einfach aufhauen. Das ist gut. Ja, und dann gucken. Und man sagt ja auch, dass die Leute in Kreta so alt werden und so gesund sind, weil sie jeden Tag mindestens eine halbe Tasse bis Tasse Olivenöl zu sich nehmen. Ist Olivenöl was in Deutschland eigentlich schon lange? Nein. Nee, ne? Es wurde eingeführt mit den Gastarbeitern, richtig? Ja, genau. Ich kenne das ehrlich gesagt in meiner Jugend überhaupt nicht. In meiner Kindheit und Jugend hat man irgendwie maximal Sonnenblumenöl oder Biskin. Biskin, sagt stimmt. Dir Biskin was? Natürlich. Dieses weiße Biskin Zeug. Biskin war doch für Fleisch und haben sie alle gesagt, Biskin sollen wir nehmen. Aber auch Margarine war ja ganz irre und Butter. Ne? Butter ist auch so eine eher deutsche Sache. Ja, Butter, also Butter ist ja schon gut. Ja, Butter ist super. Also obwohl ich mir jetzt auch angewöhnt, ein bisschen weniger mit Butter zu machen. Aber es gibt ja Geheimnisse, wie man das hinkriegt, ohne heulen. Ich glaube, man muss irgendwie eine Taucherbrille aufziehen. Und Taucherbrille, habe ich auch schon mal gesehen. Finde ich ein bisschen. Das Ding mit den Tränen ist ja folgendes. Wusstest du, Bernd, dass in den Tränen eine Substanz ist, die dich wieder glücklich macht? Nee. Wenn die aktiviert wird beim Heulen, wird gleich Serotonin oder Dopamin oder eines von diesen wunderbaren, superschönen, immer noch nicht in Pillen müsste man da Serotonin, Happy Pills und sowas. Bei all dem, was wir haben wir keine Happy Pille. Das finde ich komisch. Kochst du denn viel, Bernd? Ja also wenn es die Zeit zulässt. Aber weißt du, dass ich sogar eine Kochkolumne habe? Nein! Du hast eine Kochkolumne? Ja. Das heißt, du bist schon in so einer Edelbeilage der Stuttgarter Zeitung, die ehrlich gesagt nicht so richtig zu den Linken passt. Ja. Aber immerhin, und da gibt es eine ganze Seite. Warum muss man als Linker immer arm sein? Verstehe ich nicht. Man kann ja auch gut kochen, ohne dass es teuer ist, oder? Ja, aber man kann ja auch mal was mit einem kleinen Aber beim Essen sollte man auch nicht sparen, habe ich gelernt. Es kommt immer drauf an. Ich finde immer, gutes Olivenöl ist immer wichtig. Ja. Da gebe ich gerne mal eine Mark mehr aus. Ja, das stimmt. Ja, das ist so Olivenöl. Aber man kann gute Sachen machen, man muss es bloß, man muss halt irgendwie kochen können. Ja, nee, kochen können, also ich sehe schon, wie gesagt, hast du mal einen Kochkurs gemacht? Einen Kurs? Nein. Aber weißt du, ich hatte früher mal Kindergruppen betreut und Jugendgruppen und mit denen auch Zeltlager gemacht. Da war ich erst 16. Ja. Und da musstest du halt irgendwie kochen. Da gab es dann Spaghetti Bolognese oder Gulasch. Ja. Und das Prinzip dann des Kochens hast du dort einfach erlernt. Aha. Na, weil du machst das dann schon. Dann habe ich da so Essen ein bisschen aus zu Hause eingeführt. Aha. Die Spaghetti Bolognese kannte man bei uns irgendwie nicht. Was war denn dein Lieblingsgericht von deiner Mama?
Meine Mutter konnte im Übrigen wirklich richtig gut kochen. Meistens einer die von beiden. Die konnten einen perfekten Kartoffelsalat machen. Du kannst jetzt wählen, willst du schälen oder schneiden? Das überlasse ich dir, du hast die Mütze auf. Also dann schälen. Ja, wunderbar. Und in der Zeit könnte ich mir den Staudensellerie holen. Wo ist denn der? Hat er gleich gemerkt. Ist der schon gewaschen? Was gewaschen? Das der also wir nehmen jetzt so drei so Staudensellerie. Ja. Und wie viele Möhrchen haben wir hier? Die alle, wenn das geht. Nehmen wir alle, ne? Auch so ein gleich schneiden. Genau. Ich schneide beide. Ich mache beides. Ich schneide und... Ja, genau. Genau. In möglichst kleine Würfelchen. Also das Fleisch muss schon ein bisschen stehen und nicht direkt aus dem Kühlschrank. Ja. Weil wenn das eiskalt in die Pfanne kommt, ja, dann kühlt die Pfanne ab und dann brät es nicht richtig an, sondern zieht einen Haufen Wasser. Nein! Das wollen wir ja nicht. Ach so, guck mal an. Mhm. Und gibt es da eine bestimmte Richtung, in die du schneidest? Nee, das ist wurscht. Weil ich habe mal gehört, wenn man irgendwie gegenschneidet beim Abschneiden, dann schmeckt das Fleisch nicht mehr. So was gibt es doch, oder? Das gegen stimmt, die Faser. Das stimmt, oder deswegen so. Sagt man, aber hier und da schneidet man mit der Faser, ja, und hier und da gegen die Faser. Aber beim Gulasch, ja, schneiden sie sowieso kreuz und quer. Und was nimmst du da für ein Fleisch? Das ist Rindfleisch, also entweder von der Schulter, ja, oder man kann auch von der Keule oder vom Bug nehmen. Ja, vom Bug ist hinten, wa? Ja. Ja. Mein Vater segelt ja. Je nachdem, ob man es ganz mager will oder ob man vielleicht ein bisschen was so Fettschichten will. Ich bin ja nicht für. Ach, da bin ich, ja, ich bin ja so eine Generation. Meine Eltern sind ja noch aufgewachsen mit quasi das Mark aus den Knochen saugen. Ja? Mhm. Das ist ja so eine Nummer. Auch mein Ex-Mann, der ist so aufgewachsen. Nee, das kann ich nicht. Das muss alles irgendwie vernünftig aussehen. Wenn da irgendein Knochen, irgendein Haar, da kriegt eine Macke. Aber das sieht vernünftig aus. Sieht sehr gut aus. Ja, also, ich schieb dir die einfach rüber, sagen, die da. So, aber das ist ja interessant. Bernd, was sagst denn du dazu? Ich bin ja jetzt hier aufgewachsen, ne? Mhm. Aber ich werde ja dennoch als Türke quasi wahrgenommen. Was glaubst du, woran liegt das? Ja, eigentlich, wenn ich es nicht wüsste, würde ich dich jetzt nicht als Türkin wahrnehmen. Du sprichst ja, ne, auch irgendwie, ja, perfekter Deutsch wie ich. Ja, nee, und, kann man nicht sagen. Aber Niedersachsen bin ich groß. Aber mit kölschen Dialekt, nee, oder? Berliner. Ich bin richtig dolle, ganz schlimm Berliner, ganz dolle. Okay, aber auf dem Land, da gibt es natürlich viel Rassismus, es gibt überall viel Rassismus. Ja. Meine erste Begegnung war, wo ich ein kleines Kind war, das war aber gut für uns, kam der allererste praktisch aus einem anderen Land in unser Dorf. Und das war jemand aus Jugoslawien. Und der kam praktisch mit dem Koffer und wie wir halt waren auf dem Dorf, gab es ja nicht viel, hat man jeden Tag Fußball gespielt auf dem Sportplatz. Ja. Und dann kam der war älter wie wir, und der sagte, kann ich ein bisschen mitkicken? Und dann sagen wir, ja, dann zieht er seine Hose aus und hat dann in der Unterhose und im Unterhemd, weil er kam so ein bisschen im Anzug daher, in der Unterhose und mit dem Unterhemd barfuß mit uns Fußball gespielt. Und damit hat er alle unsere Herzen erobert. Ehrlich? An diesem, ja, Tag. So, jetzt hört sich das gut an. Das brutzelt jetzt. Ja, genau. Also wenn es zu viel Fleisch ist, kann man es auch zweimal machen. Ja. Damit es gut anbäckt. Haben wir eigentlich... Wahnsinn. So, und dann tun wir das so ein bisschen scharf anbraten. Also scharf anbraten heißt heiß braten. Alles klar. Ja, okay. Ich habe immer bei Schaf anbraten, halt immer gedacht, machst du noch Schaf extra drauf. Weißt du? Bei unserer Sprache gibt es... Meinst du die Schwaben jetzt? Oder? Ja, die Schwaben. Ja, die Schwaben. Ja. Also wir sagen ja, bei uns gehen ja die Füße von hier bis hier. Mhm. Wir sagen ja zu allen. Gut. Oder wir haben ja auch eine richtige Dialektik in der Sprache. Ja, ja. Wir sagen zum Beispiel, komm gang. Ach, komm gang, was heißt das? Komm, das heißt, geh, weiß komm her und geh. Das können wir in einem Wort sagen. Komm-Gang, das komm, ist super. Komm-Gang. Aber da muss man nachdenken. Ne? Da sagt man, komm her, aber je wieder. Finde ich super. Das ist so ein bisschen Schizo. Gefällt mir. Mag ich ja sowas. Ein bisschen edgy. Nee, die Schwaben sind ein lustiges Völkchen. Aber ihr habt immer Kohle. Was ist denn bitte? Was sagen wir? Was macht ihr denn, dass ihr immer Geld habt? Ah ja, ist bei uns gar nicht so. Ich sag dir echt, wenn du kein Geld hast bei uns, ist es viel schwieriger wie hier in Berlin. Ja, hier in Berlin ist Armut ist das neue Reich. Ja, bei uns gibt es auch Armut. Und das ist viel schwerer, weil die Mieten sind ja noch mal ein Drittel höher wie hier.
Und wenn du jetzt eine Verkäuferin bist oder eine Erzieherin, verdienst du 1200, 1300 Euro und musst schon 800 oder 900 Euro für die Wohnung hinlegen. Macht ja keinen Sinn. Also es ist durchaus, also man jammert ja immer überall, aber Armut ist überall schlimm. Aber wenn um dich rum alles teuer ist, ist es noch viel schlimmer. Ja. Also wenn es gar nicht so viele Nischen gibt. Ja, ja, ja. Ah, das ist natürlich, wobei die Leute ja in Stuttgart-Ecke, sag mal, gut verdienen. Ne? Also das ja, ist aber ja halt auch nicht alle. Die Unterschiede sind sehr groß. Du bist beim Daimler, dann verdienst du gut. Bist aber Leiharbeiter beim Daimler, verdienst du nicht mehr so gut. Mhm, ja. Oder bist in der Logistik und bringst den Motorblock ans Band. Sehr schön sieht das aus. Na gerne. Und das, wir tun das jetzt mal schön kurz umfüllen. Ja, jetzt füllen wir das um. Leute, wir füllen um. Ja. Tun das da raus. So. Genau, den so. Saft, ja, der fast ein bisschen zu viel ist, den tun wir sehr schön. Nee, Saft ist Soße, Mensch, Bernd. Dann tun wir das wieder auf, auf den Herd und tun ein bisschen, also man kann es natürlich auch ein bisschen ausreiben, wenn man will, aber das machen wir jetzt nicht. Machen wir nicht. Wir tun wieder ein bisschen Olivenöl rein, also was ja immer fein ist. Mhm. Und jetzt tun wir Zwiebeln. Schön schmoren. Ja. Dazu rein. Beim Gulasch braucht man immer viel Zwiebeln. Ja. Also mindestens die Hälfte vom Fleisch. Und dann tun wir jetzt noch, wenn ich zwischen rein funken darf, die Karotten und den Staudensellerie rein und tun alles ein bisschen schön andünnen. Ja, aber zu ein bisschen zurückschauen. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ja. Warum fällt es Deutschen schwer, darüber zu sprechen? Wir hatten eine ganze Generation nach dem Faschismus, die das verdrängt hat. Also gut, mein Vater war jetzt zu jung, aber viele, die ein bisschen älter waren, die haben dann nicht drüber geredet. Die hatten zum Teil traumatische Erlebnisse mit dem Krieg und mit Faschismus. Die hatten aber nicht geredet. Das ist verdrängt worden in diesen Wohlstandsboom. Und auf einmal, das war auch, glaube ich, beabsichtigt, keine wirkliche Bewältigung zu machen. Und das wirkt nach, meine Erklärung. Ja, ja, ja. Und als ich jung war, haben wir ja dann angefangen, Geschichtswerkstätten zu machen. Also auszugraben, was vor Ort war. Also und wer die Akteure waren und wer dort die Leidtragenden waren und welche Leute davon profitiert haben und so. Und das war eine wichtige Geschichte. Das heißt, eigentlich muss man die Sachen gegen die, also das war nicht Bestandteil der Bildungspolitik in dem Sinn, sondern das wurde außerhalb der Bildungspolitik gemacht. Das heißt, lasst mich kombinieren, das heißt, man hat darüber nicht gesprochen. Das heißt, jetzt sind wir in einer Phase, wo natürlich der Trigger, der Knopf wird gedrückt, das, was nicht sagbar war, wird gesagt, aber kommt mit den traumatischen Gefühlen einher. Das heißt, wenn man diese Diskussion als Deutscher eingeht, fühlt man sich erstmal nicht wohl. Ja, ich glaube, bei der jungen Generation ist anders. Wir haben ja auch eine breite Bewegung gegen Rassismus. Es ist wirklich so, dass ein starkes Motiv, warum viele Leute in die Linke eintreten, ist der Aufstieg der Rechten. Dass viele, die gegen rechts sind, gesagt haben, jetzt muss man was machen und dann in die Linke eintreten. Da haben wir richtig, als Trump gewählt wurde, kamen ein Haufen neue Eintritte, als die AfD so erfolgreich war bei der Bundestagswahl, kamen viele Eintritte. Es polarisiert sich auch. Du hast auf der anderen Seite eine Polarisierung in ganz harten Rassismus, der fast schon militant, und auf der anderen Seite aber auch sehr viele Menschen, die gegen Rassismus sind und die sagen, nee. So, und da sagt ihr, ist das Problem, dass man das Gefühl hat, wenn man sich dagegen, man setzt sich ja nicht gegen Menschen ein, sondern gegen eine Ideologie in dem Sinne, ne? Warum, also ich kann dir sagen, ich habe nicht das Gefühl, oder jetzt langsam fängt es an, aber ich habe nicht das Gefühl, 5 Jahre vorher gehabt, dass man wirklich auf politischer Ebene was dagegen tun wollte. Weil du kannst ja machen. Du kannst ja, ich meine, Kanacke ist nicht im Polizeiregister mit drin als Beleidigung. Ja? Sagt jemand zu mir Kanacke, kann ich das nicht mal ahnden, sondern muss damit selber umgehen. Wenn ich zu jemandem Arschloch sage, kann ich gleich 120 Euro bezahlen. Und ich finde, so eine Geschichte müssen mit rein, weil du hast ja dann als Migrant nicht das Gefühl, oh, ich werde geschützt wie ein anderer Arschloch, wie ein anderes Arschloch. Oh, jetzt müssen wir noch schön erklären. Ja, bitte erklären wir Publikum. Jetzt tun wir dann, wenn die Zwiebeln und die alles angenischt ist, tun wir das bereits angebratene Rindfleisch dazu rein. Ja. Vermischen das ein bisschen, ja. Dann tun wir ein bisschen Salz und Pfeffer ran. Du wenn sagst, das Pfeffer wie viel? Ist, ja.
Oh, ruhig großzügigischer Gulasch. Ehrlich, ja? Okay. Aha. Dann tun wir die passierten Tomaten dazu. Passierte Tomaten? Das habe ich doch hier irgendwo gesagt. Genau. Passierte Tomaten, das ist die italienische, toskanische Einlage. Das tun wir einfach da so rein. Also passt auf, Freunde. Bei mir ist ja mit Alkohol eine sehr spannende Geschichte. Ich habe ja eine interessante Vita mit Alkohol. Erst 20 Jahre mochte ich nicht wirklich Alkohol, weil das immer scheiße geschmeckt hat, fand ich. Für mich ist Wein auch Essig. Das ist für mich das Gleiche. So, dann habe ich aber rausgefunden, was ich nicht mag, ist schlechter Alkohol. Den guten mag ich nämlich. Okay. Also guten Alkohol mag ich, wenn er wirklich gutes Zeug ist. So, auf alle Fälle soll der Kochwein auch nicht so schlecht sein. Also man soll nicht zum Kochen schlechten Wein nehmen. Man muss jetzt nicht den Edelwein nehmen, aber keinen schlechten Wein. So, dass es so halbwegs bedeckt ist. Mhm. Man kann da auch ein bisschen noch das auffüllen mit Wasser, wem das so zu viel ist. Nee, das machen wir nicht. Das nimmt die Intensität. Okay. Und dann Deckel drauf, Flamme ein bisschen kleiner machen. Kleiner machen. 4-5. Und dann muss das jetzt so eine Stunde bis eineinhalb Stunden, je nachdem, welches Fleisch ist, vor sich hin köcheln. Ja, ja. Und wir können jetzt uns den Vorspeisen von dir zuwenden. Ich mache erstmal den Spinat, glaube ich. Okay. Das ist einfach, weil die andere kriegen wir schnell hin. Ich würde sagen, du gibst mir die Anweisungen. Ja, das mache ich. Du musst dann aber da auf die Helferecke. Spinat. Wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt einen leckeren Spinat. Spinat ist super. Hast du einen Gorilla schon mal gesehen? Der frisst den ganzen Tag grüne Zeug. Das wusste ich nicht. Hast du den mal gesehen? Der ist Banane. Ein Silberrücken, der steht da so, der ist fit. Der hat keine Arthrose und sowas, hat der nicht. Und deshalb bin ich für grün. Dabei, aber grün fällt mir immer ein bisschen schwer. Mhm. Ich musste schon irgendwie so mir verpacken, dass das lecker ist. Und jetzt machen wir also eine Spinatpfanne, also den frischen Spinat schön in eine Pfanne. Bisschen anbraten mit Olivenöl. Später kommen noch Datteln dazu. Ah. Ja, Datteln und Spinat. Olivenöl und ja, dass wir hier so ein bisschen Pinienkerne und was ich auch so finde. Ich bin eher kreativ. Die Spanier machen das. Pinienkerne und Rosinen und du machst Datteln und Pinienkerne. Genau. Und die Sache ist so, ich gucke jetzt auch noch, was noch mit reinkommt und was sich gut... Ich bin nicht so ein Rezeptkoch. Ich bin eher so eine, ich kicke, was ihr bitt. So. Und soll man denn mal schon klein schneiden? Wir schneiden den jetzt und dann wird er gewaschen. So machen wir. So, guck mal, hier schön die Wurzel abschneiden. Mhm. Und dann nehme ich einen rüber. Bernd. So, Cucina Popolare. Woher kommt denn das Italieninteresse bei dir? Ich war richtig als junger politischer Sozialist, war ich viel in Italien, weil wir hatten ja hier nur so Parteien im linken Bereich, die so 0,3% hatten, während in Italien gab es eine kommunistische Partei mit 30%. Und neidisch haben wir auf die Italiener geblickt, wie die das hingekriegt haben. Und dann hatten wir da ein bisschen Kontakte nach Bologna. Das war ja so ein bisschen die Hochburg der Roten. Und ich war dann 20 oder 22 und hatten wir ein Treffen mit dem Bürgermeister von der kommunistischen Partei in Bologna. Und das war wie wenn du irgendwie... Michael Jackson. Ja, genau. Für Linken ist das Michael Jackson, stimmt? Ja, also das war wirklich faszinierend. Hast du gesehen? Hoppla, du tust aber auch nicht geizen mit dem Olivenöl. Olivenöl nie. Olivenöl ist ganz wichtig für die Zellstrukturaufbau, alles. Das gefällt mir. Ja. Die Datteln gerne, da sind ja noch Kerne drin. Wir müssen also das hinten entfernen. Hier das hier. Das hier machen wir so. Und dann da ist dann noch ein Kern drin. Vorsicht. Und dann vierteln oder? Halbieren. Zeig mal, was gefällt mir? Was sieht denn hübsch aus? Was sagst du denn? Vierteln würde ich sagen. Vierteln? So, machen wir das so. So. War ja eine Co-Produktion. Wäre das okay für dich? Finde ich super. Auch dein Cabaret. Also, das finde ich, das muss man erstmal hinkriegen. Das ist ja schon auch lustig. Humorig, aber da steckt so viel dahinter. Und das würde mich mal interessieren, wie du das machst, weil du musst ja ungeheuer gute Charakterstudien machen. Tatsache also, ist das sind ja Talent. Exemplare, ein bisschen überzeichnet, aber irgendwie ist ja so. Ja. Und also, das ist tatsächlich das an der Figur. Es gibt viel Absurdes, aber die bringt das irgendwie auf den Punkt. Und ich sage dir jetzt das Geheimnis, was, glaube ich,
für Künstler, die von Kunsthochschulen kommen, manchmal eventuell ein bisschen befremdlich wirkt. Ich wende einfach eine andere Technik an. Mhm. Meine Technik ist, die Dinge fließen zu lassen. Ich konstruiere sie nicht tot. Es gibt kein Skript, ich habe keine meiner Shows wirklich runtergeschrieben. Es gibt immer so Stationen oder mal ein Stichwort. Auch, oder? Das Improvisieren ist ein ganz wichtiger Teil. Weil das, was ich mache, ist ja schon eher, es ist ein schweres Thema, transformiert in etwas Leichteres. Trotzdem beschäftigst du dich mit dem Thema mal auf eine andere Weise. Deshalb habe ich dir ja auch die Frage gestellt, Bernd, wie kann es sein, dass wir über dieses Thema so schwer sprechen können? Weil was Migranten immer sagen, ist ja, aber Deutsche rasten immer gleich aus, wenn ich Rassismus sage. Ja, Rassismus reicht schon. Hier gibt es keinen Rassismus. Und alles für schlechte Gewissen auch. Ja, aber das ist natürlich kontraproduktiv. Das will ja kein Migrant. Kein Migrant will einem Deutschen ein schlechtes Gewissen machen. Er will nur verstanden werden in seiner Lebensrealität. Ja. Mehr nicht. Und das ist es, weil es sind ja nicht die 100 Millionen, 1000 Menschen, die nett zu dir sind und die offen sind, ja, so genau, wie du, sondern es ist dein Gegenteil, was ja auch lebt. Ja. Und das haben wir ja auch in der Partei jetzt mittlerweile wieder mal. Ja, und das, die sind ja auch da. Und die triffst du natürlich auch. Und die haben eben keine Hemmung, dir zu sagen, was sie an dir scheiße finden, weil wir eine mediale Aufarbeitung haben, die dir jedes Argument gibt. Ausländer generell sind kriminell. Ne? Also sowas. Das muss noch ein bisschen. Das lassen wir erstmal ein bisschen, bis es runtergegangen ist. Aber ein Kochlöffel generell. So, und diese Assoziationsebenen wollte ich aufbrechen. Und deshalb habe ich das gemacht, dass ich sage, okay, wir sprechen jetzt darüber, aber wir lachen auch. Und was die Figur ja oft macht, weil das ist ja wirklich eine Figur, die Gillette Eiche, die Figur versteht dich aber auch. Die sieht dich auch. Sie sieht, dass bei euch, zum Beispiel, sag ich mal, bei den Deutschen, und damit ist der Spiegel ja nur umgedreht, bei euch. Ja, ja, nein, nein. Sagt ja kein Deutscher zum Deutschen, bei uns. Ja, genau. Ja? Also, das ist ja interessant, dass man von so einer... Aber mir geht es manchmal ja auch so, dass ich sage, ja, die Türken oder... Aber irgendwie ist man... Natürlich, ich habe einen Freund in der Wohnung, der kommt aus der Türkei. Wir tun natürlich auch ein bisschen miteinander frotzeln. Das finde ich dann auch ein bisschen normaler. Ja, das heißt, du bist doch hier schwäbischer wie die Schwaben. Du bist doch so ein richtiger... Ja, natürlich. Wir machen uns ja auch lustig über Deutsche. Ja, genau. Und ich finde, das zeigt die Figur ja so schön. Wir sind da ja nicht... Es ist nicht ja, so, dass... Ja, interessant. Eigentlich... Du hast ja diese Eise. Die hat ja auch ihre Vorurteile. Auch volle Kanne. Ihr Bild. Und dann nimmst du diese, was ist das, eine Berlinerin, diese Gerda Krischke? Krischke. Die ist ja genauso. Im Prinzip sind die ja auf ihre Art genauso. Genau. Also, und das wollte und ich sagen. Wie hast du das hingekriegt, dass du das nicht, dass du das auch bei dieser Gerda so gut getroffen hast? Gerda liebe ich. Ich liebe alle meine Figuren. Also die Figuren, die ich spiele, ich liebe Gerda. Weißt du, wie oft ich mit Gerda am Bus gesessen habe? Und ich habe meinen Bus fahren lassen. Ich wollte Gerda zuhören, wie sie da sitzt und alle ins Arbeitslager schicken will. Und dann fragst du mal nach. Dann sagst du, ja, sagen Sie mal, Frau Krischke, waren Sie mal im Arbeitslager? Nee, wir waren nicht im Arbeitslager. Ja. Ich bin fasziniert. Ich bin voller Bewunderung und voller Liebe für diese Art von Mensch. Okay. Ich kann es dir nicht erklären, aber die sind lustig. Ich finde die super lustig. Oh, ist die lecker. Was? Oh, die ist ein Traum. Gib mal her. Die Soße ist sowieso das Allerwichtigste beim Essen. Ich finde auch, Soße ist ganz wichtig. Kurz noch mal hier zum Spinat. Den haben wir jetzt runtergedreht. Ne? Okay. Und dann machen wir tatsächlich die Datteln mit drauf. Sehr schön. Aber lassen das wirklich jetzt so ein bisschen. Das muss ich mal machen. Ich mache immer gern Spinat mit Rosinen. Pinienkerne. Aber Datteln, das ist schon. Ja, Datteln das ist gigantisch. Ich mache Folgendes. Ich schneide die Knolle, stell die hier Tatsache voll rein in die Auflaufform. Aha. Knolle, Knolle. So, und dann kommt ein bisschen Olivenöl, damit es mir nicht anbrennt. Und dann kommt es ab in den Ofen. Und müssen wir den Backofen schon mal anmachen? Ja, den müssen wir schon mal anmachen. So, hier ein bisschen mit Olivenöl Grill rüber. Mit Ober- und Unterhitze? Ober- und Unterhitze, damit die schön von unten und von oben. Und wenn die rauskommt, dann sind die butterweich und du kannst sie ausrollen. Ist schön. 200 ist schön. Finde ich super. 200 ist erstmal super. Und ich mache es erstmal rein. Wunderbar. So. Und dann später haben wir lecker, dann kann ich auch mal Knoblauch essen. Ey, wirklich. So, Folgendes. Weißt du, was ich geholt habe? Also, mache ich ja nicht oft.
Aber alle drei Monate. Rosa Reis der Lebenden. Das ist ja genial. Wenn ich mal einen tollen Job hatte, dann hole ich mir auch mal tolle Sachen. Und das ist zum Beispiel einer, den kannst du im Internet hin. Das ist Tigerreis Cranberry Kokos. Das ist also ein Reis, der schon ein bisschen vorgemacht wurde. Ja? Und das ist ganz toll, weil ich muss ja immer schnell. Ich kann ja nicht ewig den Reis würzen. Ja. Also bin ich losgegangen und habe den geholt und ich glaube mir, das ist ein Traum. Und den machst du heute auch, oder? Ja, und den werde ich aber mischen mit rosanem Reis. Mhm. Man nennt ihn Glam Wedding. Ja, das ist ein Liebesreis. Was Glam jetzt soll, weiß ich nicht. Also du führst hier Dinge ein, die für mich nice sind. Ja, als Künstler bin ich an sowas, ja, bist ja mein Ding. Verstehst du, was ich meine? Wobei ihr ja auch Künstler seid, aber politische Künstler. Guck mal, wie schön das aussieht. Wahnsinn, schon allein die Farbe. So, also folgendes, um den Reis zu machen und ein bisschen, die Iraner machen ja mit Safran. Aber das kannst du nicht alles in einen Topf bringen. Nee, die Linsen, wir machen ja noch Madras-Linsen. Curry und das machen wir extra. Aber das hier kommt ein bisschen gemischt zusammen. Aber nur ein Teil davon, oder? Immer nur ein Teil davon, immer nur ein Teil davon. Aber vorher braten wir den Safran. Den bratest du doch? Oh, natürlich. Siehst du, führst ja echt immer neue Dinge ein. Ja, das ist ein ganz toller Safran. Da komme ich hier 0,05 Gramm. Ich führe neue Dinge ein. Es wird nicht so, wie die Iraner es machen. Warte, aber ja, schon ein wir müssen hier anmachen, die Platte, genau. Ja, und dann ein bisschen das Wasser da weg. Und jetzt kommt die Fusion quasi. Ja? Die Fusion ist, wir nehmen dazu vegane Butter. Weißt du, wie geil vegane Butter schmeckt? Nee. Das ist der Knaller. Ich bin ja ein Buttermädchen, ich liebe Butter, aber vegane Butter... Tust du das auf hoher Temperatur an? Erstmal machen wir richtig Action. Okay. Erstmal richtig Aktion. Dann kommt hier die vegane Butter dazu. Die wird dann schön mit dem Safran so eindingsen und dann kommt der Reis drüber. Und da machen wir ordentlich Butter. Also ich koche ja inzwischen ein bisschen weniger mit Butter und Sahne wie früher. Ja, deshalb habe ich Gardinen. Früher war ich ein richtiger Sahnekocher, weil ich war mal bei so einem Lokal, wo so ein richtig guter Koch. Und dann kam immer so ein Kellner, wie so ein Pinguin, der uns immer erklärt hat, wie das gekocht wurde. Und dann hat er gesagt, weißt du Bernd, das ganze Geheimnis der guten Küche ist, du musst immer Sahne und Butter da haben. Ja, aber das ist Sahne und Butter, es ist so. Es ist wirklich so. Und das habe ich beherzigt, aber so mit dem Alter muss man ein bisschen darauf achten, dass man nicht mehr so viel Sahne nimmt. Das ist furchtbar. Ja, deshalb so, die Butter muss noch ein bisschen, wir müssen das schön, wenn es schön so ein bisschen brutzelt, dann kommt das alles rein, dann wird es erst angebraten und dann kommt das Wasser dazu. Oder? Genau, und jetzt brauchen wir Tassen. Bernd, hast du Tassen? Da, die zwei Tassen wären ein Knaller. Die hier? Ja. Beide? Beide. Das eine für die Reismischung und das andere, also auch verschiedener Reis. Jetzt haben wir hier noch Lemon-Reis, den machen wir auch mit rein. Wie lange den Spanat? Spinat ist fertig. Aber sag mal, wie bist du denn zur Politik gekommen? War das schon immer in dir drin, dass du sagst, das ist mein Ding? Oder? Ja. Ja, war einfach. Ne? Du bist geboren. Also, nee, geboren nicht. Ja. Aber ich habe mich schon mit 15 ein bisschen engagiert. Manchmal sind sie auch Lehrer und sowas. Und bei uns wurde schon ein bisschen was über Entwicklungshilfe, über den globalen Süden, heute würde man sagen globalen Süden, früher hat man Entwicklungsländer gesagt. Ich wollte eigentlich Entwicklungshelfer werden, weil mich diese Armut in der Welt einfach angekotzt hat. Das hat aber dann irgendwie nicht geklappt. Aber darüber wurde ich dann politisiert. Und bei uns kamen so ein bisschen Lehrer. Das war so schon die Nachstudentenbewegung. Ja. Aber die haben dann schon so ein bisschen Politik in die Schule gebracht. Und dafür war ich sehr empfänglich. Verstehe. Und dann habe ich mich einfach engagiert. Ja. Und bin in Berührung gekommen mit so linken Gruppen. Und aber warum nicht CDU? Mit der Gewerkschaft. Das war selbst in meiner Familie. Also mein Vater war kein politischer Mensch, aber er war sozialdemokratischer Wähler und Gewerkschaft war auch selbstverständlich. Und ich hatte dann so eine doppelte Entwicklung gemacht. Ich habe mich in der Jugendzentrumsbewegung engagiert und Jugend- und Kinderarbeit gemacht und in der Gewerkschaftsbewegung. Und das hat zwei gute Seiten zusammengebracht. Aber du bist ja auch, du bist Sozialpädagogin, oder? Nee, pass auf, folgendes ist die Sache. Sozialarbeiterin. Ich bin sehr talentiert in so vielen Dingen. Das ist ja oft das Problem mit talentierten Menschen, dass sie nicht so richtig wissen, wohin mit sich. Und so war das bei mir auch. Ich habe wirklich wahnsinnig viel ausprobiert. Ich habe meinen Weg nicht schnell gefunden. Ja. Das war nicht der Fall. So, jetzt blubbert das ein bisschen, das ist schon mal gut. Das sieht gut aus? Ja, das sieht sehr gut aus. Nein, das
So, und dann habe ich den Reis jetzt geschichtet in der Tasche, in der Tasse. Und ich mache das deswegen, damit ich weiß, wie viel Wasser ich nehmen muss. Ich weiß, jetzt muss ich zweimal so eine Wasser. Doppelte Menge ungefähr. So, erstmal kommt der drin. So, dann mache ich, dann drücke ich das so ein bisschen. Jetzt muss nämlich der Boden erstmal so ein kleines bisschen, weißt du, dass das schön alles. Ja, das ist jetzt der Kokosreis. Ja. Und, ach, und die Chilis hast du, nee, die Chili hast du nicht. Die Chili war drin. War drin. Die Chili war mit drin. Mhm. So. Aber wie gesagt, meine ganze Familie, die sind ja Vegetarier. Und deswegen musste ich eigentlich immer viel vegetarisch kochen. Ach. Und deswegen kann ich mindestens inzwischen genauso viele vegetarische Gerichte wie andere. Siehst du? So schnell. Und deswegen machen wir jetzt ein vegetarisches Gericht, das heißt Spaghetti alla Roma. Oh! Nee, Entschuldigung, was sage ich denn? Nee, Spaghetti alla Norma. Ah. Und das ist ein süditalienischer, sizilianischer Klassiker. Ja. Praktisch jeder Koch, der was auf sich hält, macht es. Also man nimmt entweder eine mittelgroße oder zwei kleine Auberginen. Ja. Die wird dann gewürfelt. Ah ja, okay. Gewürfelt, die Aubergine. Aubergine finde ich ja eines der schwierigsten Gemüsesorten überhaupt. Weil sie so viel Öl fressen. Die Aubergine ist wahnsinnig schwierig. Wahnsinnig schwierig. Aber okay, weißt du, was das Geheimnis ist? Wenn man weniger Öl, aber da gibt es auch ein Gericht, aber das machen wir jetzt nicht. Ja. Das kann man die Norma auch so machen, indem man die in Scheiben schneidet, dann in Olivenöl wälzt mit Salz in einer Schüssel. Und dann erstmal bei hoher Temperatur, 220 Grad, in Backofen tut. Und dann sind die schon durch. Weil Oliven müssen durch sein. Ja, muss, sonst schmecken sie echt nicht. Ja, ja, ja. Nee, aber zurück zu den Figuren. Da wollte ich ja vorhin noch was sagen, da wurden wir unterbrochen. Also, die Grischke, alle liebe ich, weil ich sie faszinierend finde und wunderbar. Und das kannst du nur machen, wenn du nicht urteilst. Das heißt, einfach nur. Du nimmst sie wie. Wie die Figur ist. Wie sie ist. Und ich liebe sie. Weil sie hat ja, weißt du, das Krasse ist. Ja, die hat ja auch, trotz allem, was ja manchmal ist, trotz aller Vorurteile, haben ja manche Leute was Menschliches. Absolut. Also. Und das darf man ihr nicht absprechen. Na klar ist sie ein Rassist. Aber die weiß das nicht. Das ist ihr nicht gesagt worden. Ja? Ja, das stimmt. So. Und das, trotzdem gibt sie aber den kleinen, hier, den kleinen Mehmet, der kriegt einen Lolli. Das ist kein Thema. Ja? Aha. Das sind nämlich die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin. Die sagen dir zwar, naja, und ihr Molukken und so. Die sind manchmal gutmütiger übrigens. Diese, so, das meine ich. Wie die, die immer korrekt sein wollen. Richtig. Also, das, das stimmt. Ehrlich. Nee, ja. So, ich glaube, das reicht. Du. Reicht dir das? Ja, ja. Du, ich schäle hier bis morgen. Es gibt Leute, die wollen nicht so viel Knoblauch und Leute, die wollen mehr. Ja, also, das stimmt. Das ist ja auch. Gut, dann lassen wir das jetzt. Und wo soll das denn hin? Du einfach mit hier zugeben. Ja, guck mal, wie schön du das geschnitten hast. Und jetzt komme ich. Ha! Ja, super. Das muss man immer wieder den Leuten sagen beim Kochen, da gibt es keine Norm. Es gibt keine Norm. Man kann sie auch zerdrücken. Man könnte sie auch zerdrücken. Okay. Also, den. Dann wird es, werden jetzt die Auberginen in dem Olivenöl angebacken. Angebraten. Genau, bis sie brennen. Das dauert jetzt längere Zeit. Ja. Während kann dein Reis schon mal kochen, ja, oder? Und jetzt erzähl mal, was ist das neue Programm? Andere Figuren? Das neue Programm kenne ich noch nicht. Ich muss abwarten, bis mein Prozess beendet ist. Man ist ja immer im Prozess als Mensch generell. Und dann hoffe ich, dass es kommt. Was meinst du mit Prozess? Ein Gerichtsprozess oder ein Entwicklungsprozess? Ein innerer Prozess. Also zumindest kann ich sagen, ich bin so eine richtig alte Schule. Mhm. Ich bin ein Künstler, der einen inneren Prozess hat und den also nicht wirklich kapitalistisch anpassen kann. Mhm. Also von wegen abliefern permanent. Mhm. Sondern ich muss in meine Hölle und dann hole ich das Gold da raus. Und dann, aber dazu muss ich erstmal rennen und das ist anstrengend. Und du bist mehr so ein assoziativer Typ. Total. Also du guckst irgendwas anderes an und dann fällt dir was zu deinem Programm ein. Total. Ich lasse es halt fließen. Ich gehe nicht auf Nummer sicher. Ich gebe diesen Risikoraum. Und von dem habe ich auch am meisten gelernt. Es gibt Künstler, die haben ein tolles Programm, aber du hörst das Papier knistern, auf dem sie das geschrieben haben. Oder sich schreiben lassen, oder? Manchmal auch? Manchmal ist auch alle. Es gibt auch viele Kabarettisten, die sich ihr Programm schreiben lassen. Ja, gerade die Jüngsten, die noch nicht so viel erlebt haben. Nee, du machst selber, oder? Ich kann das nicht. Bei mir ist es wirklich ganz, ganz tiefer Selbstausdruck. Und das kann ja keiner für mich machen. Das muss ich ja machen.
Ich würde gleich nachlegen mit. Brauchst du den großen Topf? Nee, super. Dann mache ich gleich die Linsen. Linsen nach dem gleichen Prinzip. Es ist alles das gleiche Prinzip. Da ist jetzt, kommt jetzt nichts Neues. Wir machen die Butter drin, aber kein Safran. Und dann kommen die Linsen rein, Wasser drüber. Ab geht da, Peter. So ist es. Also wir tun jetzt die Auberginen noch ein bisschen anbraten. Und während die noch braten, tun wir den Knoblauch dazu rein. Ja. Und die Chilis, ja. Und tun die noch ein bisschen mit anbacken, ja. Ja. Oh, das sieht ja toll aus. So, und das wird jetzt verrührt. Siehst du? So, wir tun mal, nebenher habe ich das Spaghettiwasser kochen lassen. Wir tun jetzt mal die Spaghettis rein. Und in der Zeit können wir dann schon mal ein bisschen Basilikum hernehmen. So, das ist das. Die Linsen sind drin, die werden jetzt hier schön durchgedingst. Und geschälte Tomaten. Mhm. Also die Dose ist jetzt ein bisschen zu groß für die Menge. Eine kleine Dose reicht. So, und deine Rede heute. Hast du das Gefühl gehabt, du hast jemanden erreicht? Redet man, weil man jemanden erreichen will? Natürlich, aber man will natürlich mehr erreichen, die Leute, die von draußen zuschauen. Ah, okay. Aha. Also im Bundestag ist dann schwierig. Manchmal gelingt einem, dass vielleicht einer nachdenkt. Oder das geht einem ja auch selber so, dass durchaus, wenn mal jemand von einer anderen Partei was sagt, dass man sagt, ja, okay, das war aber jetzt eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt durch die AfD gibt es natürlich nochmal eine andere Frontstellung. Also das sind, muss man sagen, überwiegend keine Dumpfbacken, sondern das sind hochgefährliche Demagogen. Demagogen, die da drin sitzen. Ja. Und die ja auch sich gar nicht für das interessieren, was da wirklich diskutiert wird. Die machen ja auch fachlich nichts. Sondern bei jedem Punkt, der ansteht, egal welches Thema, kommen die auf die Migranten. Und egal, ob das Auslandseinsätze der Bundeswehr sind, ob das, die haben zwei, drei Feindbilder. Das ist erstens, dass sie die Migranten, die sind für alles verantwortlich. Ja. Das zweite ist die Ökologen. Ja. Aber die leugnen ja die Klimakrise. Ah, stimmt, da war ja das. Und, und da machen sie überall quasi, machen sie so eine Front auf, dass man die Wirtschaft kaputt macht. So, jetzt köcheln wir das ungefähr so lange, wie die Spaghetti brauchen. Alles oder noch klar. Ein kleines bisschen Erzähl länger. Mal weiter, das war aber spannend gerade. Und das ist irgendwie, die bemühen sich gar nicht, sich auf das Thema einzulassen oder so. Ja, das ist, interessiert sie nicht. Glaubst du, es geht denen um die Macht? Natürlich. Also die es Rechten geht immer um die Macht. Oder? Immer, immer. Mhm. Das ist der Unterschied zu den Linken. Wir haben so ein emanzipatorisches Verständnis und dauert und so. Die Rechten machen immer, was sie sagen und es ist immer noch brutaler. Das sieht man doch bei dem Trump. Alle haben gesagt, nee, ja, der wird das alles gar nicht so machen. Nee, das stimmt nicht, die machen das. Naja, der ist ja auch richtig irre. Das ist ja auch so eine lustige Geschichte aber mit dem. Die Rechten, die sind brutal und menschenfeindlich und die ziehen das durch und die nehmen ja auch keine Rücksicht auf Mehrheiten oder nicht, das ist ihnen völlig scheißegal, die sind autoritär. Ja, 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 ja. Bernd, warum kann man nicht Finanzströme auch begrenzen? Ich bin für Reichtum, ich liebe Reichtum. Ja, Reichtum ist Natur. Aber muss eine Person 8 Billionen Euro besitzen, reicht 500 Millionen Nein. nicht? Nein, auf 500 Millionen sind zu viel, braucht man nicht. So. Da geht es ja auch nicht, die können ja auch mit einer Million gut leben. Eben. Oder gib ihnen die 500, aber keine 8 Billionen als einzelner Mensch. Ich sage dir, was meine Theorie ist, Bernd. Ich glaube, Armut macht doch krank. Ne? Ja. Übertriebener Reichtum macht auch krank. Ich glaube, mit den Leuten stimmt auch ja, gut, das nicht. Ist ja der Grundsatz. Der Humanismus, der Sozialismus als humanistische Philosophie sagt ja, dass auch die Ausbeuter glücklicher sein können. Ja, als die Ausgebeuteten. Aber natürlich, relativ sind die Ausgebeuteten immer schlechter dran. So. Aber auch die Befreiung des Menschen geht nur, wenn man andere Menschen nicht ausbeutet. Das ist die Philosophie. Und es reicht natürlich, du hast recht, der Reichtum, es reicht für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Sehr schöner Satz, haben wir auch schon oft gehört, aber wir wissen eben nicht, warum gibt es da so eine Hemmung zu begrenzen? Das verstehe ich nicht. Wir begrenzen so viel, wir rennen hier mit Maske rum, mit 1,5 Abstand, aber wir können den Leuten nicht sagen, Dicker, tut mir leid, ihr macht die Erde kaputt, wir brauchen das Geld, um das wieder aufzubauen für deine 500 Millionen. Ja, ja. Und jetzt kommen wir schon zum Ende da mit unserer Kocherei, das kann ja ehrlich gesagt nicht sein.
So, jetzt muss ich da mal schön reinkreisen. Ist der Wein jetzt alle? Oder schont ihr mich? Der Wein, das kann schon sein, dass wir haben ja den meisten verkocht, weißt du? Ja, weil ist natürlich. Jetzt sitzt man so auf halb. Verschisse, und weiß man ja nie. Also riechen tut schon mal ganz gut, muss ich sagen. Ich sage mal Cheers. Cheers. Ich hab dir ein bisschen geklaut. Aber ich könnte noch mal eine Flasche aufmachen. Ja, es ist besser so, glaube ich. Jetzt bin ich drinne. Das ist, wenn man einmal anfängt mit dieser Sache. So, wir machen jetzt den Nachtisch. Ja, oh, und da tun wir erstmal in einen Topf so etwas Rotwein, ja. Also so 0,2. Ja. Dann tun wir 2 Esslöffel Zucker. Oder 3 nach Geschmack. Ja, ja, also. So. Ja. Das ist ja geil. Nachtisch mit Rotwein finde ich auch super. Und dann tun wir ein bisschen Rosmarin klein hacken. Das passt zum Nachtisch, ja? Ja. Super! Ich habe ja keine Ahnung. Das finde ich ja wieder. Das ist gigantisch. Das ist jetzt hier wieder was für mich. So eine völlige Fusion. Siehst du? Auch neue Sachen. Ja. Also, wir tun die so 2-3 Zweige Rosmarin. Ja, das ist auch Geschmackssache. Ja. Ehrlich gesagt, tun wir ein bisschen klein hacken. Ja. Mach ich hier mit Profi, mit diese. Mit diese. Ja. Super. Jetzt haben wir hier ungefähr 400 Gramm Heidelbeeren. Aha. Oder ich glaube, hier sagt man auch Waldbeeren dazu. Ja. Und da tun wir die Hälfte in diesen Rotwein mit Rosmarin und Zucker. Habe ich noch rein. Nie gesehen. Das ist ja ein Knaller. Und dann lassen wir das ruhig so 10 Minuten, eine Viertelstunde köcheln. Und dazwischen. Bernd, ich habe die Linsen versaut. Ich hab sie versaut. Sie sind hier matsch. Die sind doch gut. Sie sind matsche. Ah, egal. Na gut, dann ist es manchmal jetzt halt auch was schief, oder? Ja, aber die nehmen wir trotzdem. Die nehmen Linsen trotzdem. Schmecken eigentlich, wenn sie durch sind, viel besser. Ja, dann ist tun wir. Durch. Mehr durch geht auch nicht. Ja. Türkischen, griechischen Joghurt nehmen mit 10% Fett, damit das so richtig. Dann tun wir hier einen Esslöffel voll Zucker rein und tun das mit dem Joghurt verrühren. Ja. Das braucht man dann. Aber weißt du, was die Türken nicht so sind? Guck mal, ich hatte ja jetzt in dieser ganzen, diese ganzen Probleme, die jetzt da mit Syrien und die Türken mischen sich ein und die Russen mischen sich ein. Da sage ich zu meinem Papa, sag Papa, ich habe Angst, dass die Russen die Türkei besetzen. Da sagt mein Vater zu mir, Edil, die Türken kannst du nicht besetzen. Mhm. Wenn nur einer übrig ist, der gründet ein Volk, um sich zu rächen. Mhm. Es ist, wir haben die, weil wir ja nie besetzt worden sind. Mhm. Ja? Das ist ja schon auch sehr interessant, das zu sehen. Die Türken sind ein sehr freiheitsliebendes Volk. Und man hat mit der Politik so ein bisschen die unausgesprochene Absprache. Ihr macht euers. Wir wissen, wir werden von rechts ausgebeutet, wir werden von links ausgebeutet. Aber dafür sagt ihr mir nicht, wie ich mein Leben lebe. Sag mal, ein grüner Kapitalismus. Ist das für dich möglich? Nee. Doch. Ich glaube, dass. Warum nein? Naja, natürlich kannst du auch im Kapitalismus Ökologie einführen, aber der Kapitalismus hat einen enormen Widerspruch zur Ökologie, weil er die sozialen Kosten wälzt auf die Gesellschaft ab. Mhm. Wenn Leute arbeitslos werden oder krank oder sonst was, zahlt es die Gesellschaft. Er nutzt die Arbeitskraft. Und die ökologischen Kosten wälzt auf die Natur ab. Das ist in seinem Wesen. Und da musst du dann den Kapitalismus entweder abschaffen, was natürlich das Beste wäre, oder du musst ihn stark regulieren. Und wir haben ja so ein Konzept entwickelt, das heißt linker Green New Deal oder sozialökologischer Umbau, wo man eben sagt, hier... Ist das die ordoliberale Richtung? Nee, gar nicht. Das Gegenteil. Dass wir sagen, straffe Regulierung. Also die dürfen nicht einfach die Umwelt verschmutzen. So ist es. Und wir müssen auch mehr öffentliche Verkehrsmittel haben. Die müssen kostenfrei sein, weniger Autos. Und die Automobilindustrie muss umgebaut werden. Aber das machen die natürlich nicht freiwillig. Ja, also die verdienen an den 400 PS SUV so viel Geld und an den 300 PS Audis und Premium-Autos. Das heißt,
da musst du politische Vorgaben machen. Und mir ist aufgefallen, wusstest du, dass ein Vaterschaftstest, den kann man ja nur auf 99,9% oder 99,99% machen. Es gibt ja keine 100%. Ich weiß nicht, ob ich einen Vaterschaftstest je gemacht hast. Nee, ich hab nie einen gemacht. Es hat niemand irgendwie behauptet, ich wäre Vater. Naja, also kann ja noch kommen. Ich hoffe natürlich nach der Sendung, könnte ja sein, dass sie sagen, so der Bernd, der sieht mir sehr ähnlich. Ja, das kann auch kommen. Aber ich würde das dann positiv nehmen. Ich würde mir schon wünschen, dass wir nochmal so einen richtigen Schub kriegen, weißt du? Ja. Also, und natürlich wünsche ich mir mindestens genauso stark, dass sich in der Gesellschaft was bewegt. Ich habe das toll gefunden, die vielen Leute, die gegen Rassismus auf die Straße sind, Seebrücke und unteilbar. Das hat ganz viel Heile gemacht bei und mir. Mieten und meine Vision ist ja, das zusammenzubringen. Wenn Leute für höhere Löhne streiken, können sie auch antirassistisch sein. Wenn Leute gegen Klimaschutz oder für Klimaschutz auf die Straße gehen, können sie auch für soziale Gerechtigkeit sein. Und meine Philosophie ist ein bisschen, dass die Linke das verbinden kann. Ja, die verschiedenen Interessen. Deswegen finde ich auch so wichtig, dass wir eine migrantische Partei werden. Dass viele Migranten zu uns kommen und sagen, da bewegen wir was. Okay, darf ich dir aus meiner Perspektive einen Geheimtipp geben? Wenn ihr mutig genug seid, wenn ihr die Eier habt, nehmt Rassismus auf eure Agenda mit auf. Ja. Weil die jüngere Generation macht es nicht mehr mit. Ja, ja. Die macht auch kein Gelaber mehr mit. Die wollen, dass das weg ist. Wir wissen, dass es ein System ist. Wir wissen, woher es kommt. Und wir müssen es wegmachen. So, das jetzt darf ich noch mal schon letzter Gang. Jetzt tun wir voll die restlichen Heidelbeeren vermischen mit dem aufgekochten Teil. Ja. Ich habe hier Petersilie in die Linsen gemacht und hoffe, dass sie danach wie neu aussehen. Dann nehmen wir Baiser, das hier schon ein bisschen gekauft wurde, und machen das klein und tun da eine Schicht drauf. Hast du Baiser mal selbst gemacht? Selber gemacht? Nee, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich kaufe das immer. Aber das wahrscheinlich mit Eischaum wird es gehen. Also Eischaum und Zucker, vermute ich mal, viel Puderzucker. So mit der Zeit, also Nachtisch war immer nicht so meins. Aber so mit der Zeit lernt man auch ein paar dazu. Und sag mal, jetzt muss man noch mal das sagen mit dem Rassismus und mit den Morddrohungen mit dir. Weil das waren ja wohl keine Kleinigkeiten, oder? Na, zumindest waren sie sehr, sehr beständig. Diese Morddrohungen kamen eben jetzt wirklich ein Jahr über. Die letzte kam zu Mölln. Ich sollte also die Rede für das für Mölln im Exil halten. Da wird ja jedes Jahr eine Trauerfeier für die Toten von Mölln gehalten. Und da hat man mir dann geschrieben, wenn du die Rede hältst, knall ich dich ab. Ich habe jetzt da ein bisschen wieder Baiser zum Schluss und drüber gebröselt. Und jetzt zum Schluss kommt noch mal so ein Löffel mit dem Rest an Flüssigkeit und Heidelbeeren. So zum krönenden Abschluss. Und also ich weiß nicht, wer die anderen fünf sind, aber leider gibt es nur noch einen. Der Rest. So, und dann seht ihr, dass das ganz einfach zu machen ist und aber doch schon ganz gut aussieht, wie so ein professioneller ganz Nachtisch. Toll, wie im Laden. Gell? Wie im Laden. Ja, und doch ganz einfach gemacht ist. Also, wir sind durch. Wir haben es geschafft, oder? Und jetzt gehen wir runter und lassen uns das schmecken. Genau, jetzt geben wir dem Team, geben wir hier unseren Gourmet.